Würdest du sie mir verkaufen? Ja, Mann. Mein Sohn fühlt sich ja was. Jetzt setzt er die auf. Wie doof sieht das aus? Hallo und wie... Ach, das ist ja auch der Maskenhändler. Jetzt erkenne ich ihn erst. Ich habe nur oben links geschaut. Was ist hier los? Hallo und willkommen beim lustigen Maskenhändler. Wir haben mit Masken, die allen Freude bringen. Wärst du nicht auch gerne ein Bote der Freude? Pass auf, ich leihe dir eine Maske. Du verkaufst sie und gibst mir dann das Geld. Willst du wissen, wie es funktioniert? Lies das Schild zu deiner Linken. Übrigens, wenn du alle Masken verkauft hast, wirst du auch du glücklicher sein. Vertrau mir. Okay, dann nehmen wir uns 10. Ja, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Trage sie mit C, um zu zeigen, wenn du machst dich damit beliebt. Oh, du hast die Maske noch nicht verkauft. Vertrau mir. Es wird sich schon ein Käufer finden. Ich will die gar nicht verkaufen, ich will sammeln. Willkommen. Toll, hier ist kein Schild. Hier ist eine Fee. Brauche ich jetzt nicht. Ein Irrlicht. Das ist voll lieb, dass ein Stein auf dem Deckel ist. Ein Fisch. Ein Käfer. Dekonüsse. Ein Gerücht besagt, dass es einen Laden gibt, der das ultimative Elixier verkauft. Dann ist es nicht, anscheinend nicht dieser. Mit dem Verkäufer sprechen. Hey Kleiner, wenn du die Medizin mitnehmen möchtest, brauchst du etwas zum Aufbewahren. Was für Medizin denn? Okay, da müssen wir anscheinend nicht hin. Probieren wir, was ist mit den beiden eigentlich? Stehen die auf einer Plattform? Hey, ich glaube, euer Polygon ist kaputt, es dreht sich. Du siehst geil aus. Ja, das stand da. Fast wie der König von Hyrule. Warte, ich hab den, glaube ich, falsch rumgesprochen. Oh, da ist das Schild. 80! Wir können es kaufen. Kaufen! Die Wachen Kariko schickt dich, dann werde ich dir einen guten Preis machen. Geh ins Ausrüstungsmenü. Ja, ja, ich will jetzt den Preis wissen. Oh! Es hat 65. Nein, 55 gekostet. Nice. Na, mehr kaufen wir nicht. Obwohl. Doch. Wir kaufen noch eine Bombe, aber ich weiß nicht, ob wir hier eine Bombentasche brauchen. Ich probiere es einfach mal. Kaufen. Das kannst du jetzt nicht kaufen. Aber ich will doch kaufen. Ich habe das Geld. Sneef. Okay, nice. Dann haben wir jetzt... Na komm. So, dann haben wir jetzt den Hyrule-Schild. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich wieder bei der Wache angekommen bin. Bis gleich. So, und da sind wir mit Maske, mit Schild. Und jetzt geben wir ihm mal die Maske. Ich habe die Befürchtung, dass sie nicht schlecht wäre für irgendwas, aber ich denke mal, die kriegen wir schon irgendwie wieder. Ich wünschte, ich könnte zum Maskenhändler gehen. Ja, aber ich habe doch die Maske. Yeah! Ha, denkst du wirklich, dass ich die nicht erkenne? Hey, ist das nicht eine Fuchsmaske? So etwas ist doch zurzeit sehr angesagt. Mein Sohn ist ganz verrückt danach. Wie wäre es, wenn... Würdest du sie mir verkaufen? Ja, Mann. Mein Sohn wird sich... Was? Jetzt setzt er die auf. Wie doof sieht das aus? Wird sich sehr über die Maske freuen. Vielen Dank, mein Freund.
Du hast die Maske, für die du 10 Rubine bezahlt hast, für 15 Rubine weiterverkauft. Du hast einen Gewinn erwirtschaftet, aber ich muss das doch noch weitergeben, das Geld. Geh nun zum Maskenhändler zurück und gib ihm seine 10 Rubine. Ja, aber was bringt es dann dem Maskenhändler? Ach so, weil er sie eh schon verkauft hat an mich. Ich trottel. Gebirgsfahrt. Aber wir gehen jetzt erstmal ins nächste Gebiet. Ich erinnere mich ein bisschen an eine Mario Kart Strecke vom 64er. So, da ist ein Spinnenvieh, die gibt's auch in jedem Teil. Räuchsbar, räuchsbar. So, da muss ich doch sicher irgendwas reinsprengen. Hey, Engorone, hallo. Was ist dein Problem? Ich will mit dir reden. Ich bin ein Goron. Wir sind Steinfresser und leben auf dem Todesberg. Die Musik ist gerade ein bisschen anstrengend. Siehst du diesen riesigen Fels dort drüben? Er versperrt den Eingang zu Dodongos Höhle. Die Höhle ist für uns Goron sehr wichtig, denn dort lagert unsere Nahrung. Vor kurzem sind einige Dodongos in der Höhle aufgetaucht. Seither war die Höhle für uns ein äußerst gefährlicher Ort. Über dem Eingang der Höhle sah ich einen Gerudo in schwarzer Rüstung, der den Fels mit magischer Kraft vor dem Eingang platzierte. Was? What the fuck? Wie stark ist der? Wenn du schon hier bist, solltest du auch Goronia besuchen. Die Stadt liegt weiter oben auf dem Berg und die Musik stresst mich überhaupt nicht. Oh, ist vorbei. Es ist gar nicht mehr weit bis dorthin. Alles klar. Wir gehen einfach mal weiter den Weg. Ich scheiß komplett auf die Gegner, weil die halten mich eh nur auf. Höchstens werde ich verletzt, die bringen mir gerade eh nichts. Hey, na du? Das klappt ja super hier mit dem Reden. Reden! Man sagt, dass auf dem Gipfel des Todesberges eine wunderschöne Fee lebt. Wirst du sie besuchen? Ja, vielleicht. Fahr zum Todesberg. Und hier brauche ich doch Bomben. Das sehe ich doch auf jetzt. Oh. Es ist eh safe. Passt. Was haben wir hier? Hier muss ich doch irgendwas tun. Vermutlich eine Wirbelattacke, aber die kann ich noch nicht. Moment, holy! Nice. Okay, es waren irgendwas mit 28 Dingern oder sowas. Oder 18, glaube ich. Nice. So, was haben wir hier? Goronia. Ich gehe einfach mal den Weg. Ich habe jetzt auch wieder keine Lust, mit jemandem zu reden. Reden ist böse. Und ich habe irgendwie die Befürchtung, unser Maximum an Münzen, an Rubinen, die wir mit uns tragen können, sind 100 Stück. Oh, eine Bo. Hören wir mal auf Navy. Listen! Was Talia wohl sagen würde, wenn sie wüsste, dass wir Hyrule retten. Sie würde wahrscheinlich nichts sagen, weil sie ein bisschen schüchtern ist. Ich
Ich bin irgendwie zu schwach, oder? Kann das wirklich sein? Wie soll man denn stärker werden? Hey, ich wollte nicht jumpen. Es gibt hier mehrere Wege. Mit mehreren Kennzeichnungen. Oben war was Blaues. Okay, das hätte mich wahrscheinlich hierher geführt. Da ist irgendwie ein Pinöpel dort. Ein Deckel ist das. Das muss ich doch sicher aufspringen. Mann. Räuspbar. Da geht's weiter. Hier geht's auch weiter. Ich geh mal da runter. Hey du. Oh! Ein Deku-Stick. So, was brauchen wir hier? Versteh's nicht. Darunia hat sich in seinem Raum eingeschlossen. Er sprach: Ich werde hier auf den Boten der Königsfamilie warten. Ich bin da. Hier sind auch Fackeln, die ich anzünden kann. Und ich glaube, die Markierung an den Fackeln markieren die vielleicht die Höhe, der wir sind. Nanu, nur selten verirren sich Leute hierher. Woher kommst du? Aus dem Wald? Was ist das, Wald? Was? Dort wachsen Bäume und Pflanzen? Das verwirrt mich. Hier oben wächst außer den Donnerblumen gar nichts. Wir haben auch weder Dekokerne noch Dekonüsse. Und selbst Dekostäbe findet man hier höchst selten. Ich verrate dir etwas. Willst du einen brennenden Stab löschen, so drücke A, bevor er ganz abgebrannt ist. Ich habe immer B gedrückt, bevor er abgebrannt ist. Das ist aber okay. Ah ne, ich glaube, ich habe eher A gedrückt. Apropos, ich habe hier irgendwo einen Stab versteckt. Ich habe ihn schon gefunden, danke. So, was ist dein Problem? Ich habe solchen Hunger, dass ich nur ans Essen denken kann. Heiliger Stein? Du meinst sicher den roten Stein, der einst in unserer Stadt erstrahlte. Darunia nahm ihn an sich. Danach schloss er sich in seinem Raum ein und hat ihn seitdem nicht mehr verlassen. Seit dieser Zeit ist es dunkel in Goronia. Die Dunkelheit macht uns depressiv. Alles erscheint so sinnlos. Ich wünschte, jemand würde die Fackeln bei der Goron-Statue entzünden. Ich glaube, in Darunias Kammer findet man Feuer. Ja, super. Ich hätte auch gern Feuer. Moment. Kurzer Test. Hätte ja klappen können. So, dann schauen wir nochmal oben. Ich weiß nämlich nicht, was ich hier machen soll. Ich denke, ich muss unten in die Kammer und mit dieser Darunia reden. Aber das ist komisch. Ich weiß nicht, wie ich dahin kommen soll ohne Feuer. Dieser fragt sich, wie er dahin kommt. Mit dir habe ich, glaube ich, auch noch nicht geredet. Schauen wir mal, was er zu sagen hat. Oh, ich bin so hungrig. Jeder hier muss Hunger leiden, weil der Eingang zur Höhle verschlossen ist. Wir sind vom Aussterben bedroht. Wenn es nur eine Möglichkeit gäbe, Dodongos Höhle zu öffnen. Seit Wochen ist sie verschüttet. Es ist so tragisch. In der Höhle lagern die besten und königlichen Steinvorräte. Doch wie es scheint, müssen wir nun auf diesen Genuss verzichten. Dabei sind wir so groß, Feinschmecker, die sich nur schwerlich an andere Nahrung gewöhnen können. Seufz. Wie gerne würde ich jetzt ein Stück Steinfilet aus Dodongos Höhle genießen. Ich meine aber verhungern. Kann ich da drauf lang gehen? Ja, kann ich wirklich. Nice. Hey.